Das war keine Socke? Nee. Okay, die Oase hat auch nichts mehr. Hier ist nix. Nix. Ja, ey, da habe ich auch wieder richtig Bock zu, ne? Ja, das ist schon, sowas hasse ich auch, Mensch. Wenn du so gar keinen Anhaltspunkt hast, sondern. Oh, aber guck mal, was ich gefunden habe. Und links etwas von dir ist eine schwarze Glasblume. Warte, nee. Also. Wenn du dich jetzt ein bisschen nach rechts drehst. Rechts. Ich guck sofort. Das ist eine blaue. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die ist. Du hast nicht gedreht, ein paar Mal. Das ist auch eine blaue. Grüne. Ja, da habe ich mich verguckt wahrscheinlich. Du hast dich verguckt. Guck mal, jetzt können wir Piranha. Oh, warte. Ja, das würde ich auch mitnehmen. Auf jeden aber Fall. Es ist nicht, nein, es ist der falsche See, aber ist egal. Ja, ist der falsche. Aber wer weiß, was da rauskommt. Vielleicht ist er so sogar. Oh, so zitteralen. 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 Ja, wer weiß. Oh. Der ist neu. Brillant blauer Seestern. Ui. Der ist neu. Ja. Oho. Guck an, du. Nicht schlecht. Nice. Soll ich die blauen auch mal ausprobieren? Ja. Müsste ich ja dann auch mal. Das sind ja dann ganz neue, ne? Auf jeden Fall. Dann sind hier Fische, die wir noch nicht hatten. Bist du in der Lagune jetzt oder wo bist du? Nee, ich muss gleich mal gucken, wo ich bin. Oase, glaube ich, ne? Oh, den hatten wir auch noch nicht. Dünenjäger. Hm, ja. Wir sind bei der Oase oben. Hm. Den haben wir auch, den mussten wir auch noch mal für irgendwas machen. Ja. Und dann haben wir hier weißen Spot. Ja, mach mal. Guck mal, was da drin ist. Ja, guck mal, neue Erkenntnisse hier, ne? Ja. Entdecken mit Andrina und Manu. Ja. Ah. Die okay, kennen wir schon. Regenbogenbrille. Die kennen wir schon. So. Ja, dann haben wir da zwei neue Fischlein entdeckt. Sehr schön, sehr schön. Das sehe ich dann ist schön. Aber hier ist wirklich nichts Schwarzes, guck. Hm. Die Schwarzen sind wirklich schwierig, ne? Ja, weil die sehen ja fast so braun aus. Ne? Erkennt man kaum. Ja. Nee, jetzt gehe ich da nicht nochmal hoch. Jetzt kannst du mich am Teufel tun. Ich will nicht die Blume pflücken. Ich werde es machen, ne? Oh, ein Würfelchen. Die können wir auch gut gebrauchen. Ne? Wofür waren die nochmal? Da müssen wir. Die sind ziemlich wichtig. Die kriegst du nicht so oft. Hm? Soll ich die Gotel anquatschen? Ja. Wenn wir schon mal dabei sind? Ja, wenn sie schon hier rumrannte. Oder okay. Zippel. Mutter Gotel, ich muss mit dir über Rapunzel sprechen. Oh, was hat mein kostbares Mädchen denn heute vor? Bricht sie noch mehr Regeln und zerbricht mein Herz? Warum nennst du sie dein Blümchen? Ich habe gehört, dass du sie zum Singen gebracht hast, deine Kontrolle auf alle Mal zu entkommen. Oh, warte mal. Oder? Ja, ich würde sagen, wir nehmen die erste. Ja. Warum nennst du sie dein Blümchen?
Oh, das ist nur mein kleiner Kosename für sie. Mein zerbrechliches, zartes, rebellisches, kleines Blümchen. Aha, und sie Blümchen zu nennen hat nichts mit ihrer Magie zu tun, wenn sie für dich singt? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Andrina. Ich versuche einen Weg zu finden, Rapunzels Magie zu nutzen, damit sie nicht für dich singen muss, wenn sie nicht will. Ich versuche einen Weg zu finden, Rapunzels Magie zu nutzen, damit sie nicht für dich singen muss, wenn sie nicht will. Merkwürdig. Was für eine geniale Idee. Ich kann nicht glauben, dass ich nie daran gedacht habe. Ach ja, stimmt ja, habe ich. Hä? Ich habe jahrelang nach Antworten gesucht. Du weißt, wie sehr ich die Unabhängigkeit lieben würde. Für Rapunzel. Natürlich! Klar. Ich werde erfolgreich sein, wo du versagt hast. Ja? Ja, mach mal. Versagt? Mach dich nicht lächerlich. Jetzt, da Rapunzel zurück ist, habe ich keinen Grund mehr, mich auf sinnlose Abenteuer einzulassen. Ich glaube, du hast Angst, dass ich dich in deinem eigenen Spiel schlage. Du willst nicht, dass ich es herausfinde. Ha, bitte. Aber da du anscheinend nicht verschwinden willst... Seufz, nun gut. Rapunzels Magie stammt von einer seltenen Blume namens Sonnentropfenblume. Wenn ich meine Sanduhr benutze, kann ich vielleicht ein paar Blütenblätter finden. Wo soll ich suchen? Da du so ehrgeizig bist, nimm das hier. Es ist eine Karte, die ich von den Orten gemacht habe, an denen die Sonnentropfenblumen, mein Gott, was ist das denn, ey? Wachsen. Bevor sie vertrocknen und ihre Blütenblätter im Wind verstreut wurden. Pass auf, ich bin nicht diejenige, die hier einen Sprachfehler hat. Nicht alleine. Ja, zitteral, ja. Ja, ist klar. Wenn du welche findest, was du nicht tun wirst, bring die Blütenblätter zu jemandem, der sich mit Magie auskennt. Vielleicht weiß diese Person, was zu tun ist. Finde die Sonnentropfenblüten mit der Karte und der Sanduhr und bringe sie zu jemandem, der Magie beherrscht. Verstanden? Also ganz ehrlich, verstanden habe ich das null. Ich auch. Was wollen die denn? Wollen die ihr die Magie wegnehmen? Oder ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. So. Oh Gott. Das ist eine Lilie. Ja gut, das ist die Lagune davor. Das ist hier da, wo wir vorhin gerade waren, das Kapibari gesucht haben. Ja, genau. Das ist hier bei der Oase und das ist hier direkt bei unserem Haus. Kannst du eigentlich auf deiner Karte, kannst du da Markierungen machen? Nee, ne? Nein. Wir können das Bild aber immer abrufen, das ist ja nicht so schlimm. Ja, so, jetzt gucken wir noch weiter nach den Socken. Du darfst nicht in der Sonne bleiben, Schatz. Ach, halt die Pappen. Och, Mann. Wir waren hier vorhin schon. Ja. Echt jetzt? Hier sind keine Schätze mehr. Dann gehen wir jetzt darüber. Oh, welch Elend. Welch Elend. Bumm. Steinplatten. Steinplatten? Da müssen wir da hoch, oder? Denke. Nee, wir müssen runter. Das heißt, oh Gott. Wo war denn das hier runter? Wo war denn hier der Weg runter? Hä?
echt jetzt? Was soll da irgendwo sein? Ach so, muss ich wegmachen, ja. Aber siehst du, wie viel Kupfer man hier kriegt, tatsächlich? Ja gut, aber man braucht ja auch wirklich viel. Da, das war die zweite, okay. Wollen wir gleich für die anderen ins Grüne gehen, ja, ne? Ja. Oh, hier ist was. Mhm. Wenn hier gleich was ist, nehmen wir das natürlich gleich mit. Boah! Noch so ein Griff. Ah. Sehr gut. Hier gibt es eh nichts mehr, guck mal. Ja. Gehen wir jetzt hier hoch. Wie viel Nebel wir zusammenkriegen, ne? Ja, das ist schon gut, ne? Also, man braucht ja auch wirklich für alles Mögliche, ne? Was war das? Das ist auch wieder so eine Plattensteine da. So. Da runter müssen wir. Ah, das ist eine Elendarbeit, also kannst du mir sagen, was du willst. Ja, ja, schon. Hier gibt's nichts mehr. Okay. Ja, vor allem, wenn man so was Einzelnes sucht, ne? Also wenn man macht jetzt einfach, dann geht's ja noch, aber wenn man eben jetzt suchen muss. Aber was doof wäre jetzt, wenn wir jetzt die Quest gemacht hätten und ich hätte jetzt den ganzen Tag Nebel gesucht und so weiter. Ja. Weil so wie ich das ja jetzt immer zwischen den Folgen gemacht habe. Ja, ja. Ja, das stimmt wohl. Hm. Ah, Big Blatt für. Ah, guck an. Guck mal, wir sind jetzt. Das war. Da. Der Hain. Ja, warte mal, ich mach mal ein bisschen kleiner die Karte. Wir müssten jetzt hier noch mal irgendwo eins finden? Nee. Ja, das kann ich nicht sehen, wenn, also. Da, wo Gotel ist, da ungefähr müsste auch noch irgendwo einer sein. Naja, ist ja schon mal gut, also. Da lang. Hier noch. Ah, da runter, warte. Gehen wir hier lang? Nee. Über die Brücke. Über die Brücke! Gib mir die dritte Socke und dann wäre ich ja schon glücklich. Da hoch. Oh Gott. Das war echt viel Arm, ne? Alles macht mir keinen Spaß. Ja, nee, das verstehe ich. Ja, ja, wir müssen hier runter. Da. Eine Laterne. Ja, die sind ja schön, die hatten wir ja auch schon. Die sind wirklich schön, ja. Nee, das macht mir hier keinen Spaß, tatsächlich. Ja. Na gut, eine Socke noch, ne? Ja, ja, und dann aber noch die ganzen Blütenblätter, die müssen wir ja dann gut, auch noch alle finden, ne? Ja, zumindest etwas gezielt. Das ist ja dann doch noch ein bisschen angenehmer. Mein letzter Obstsalat. Hm. Na. Oh, okay. Ja, da, was Oha. Ist von was ist das dunkel? Von Schön und das Biest. Ach, okay. Hier ist auch nichts. Oh, grüne Kiste. Mhm. Oh, hier sind überall noch diese Dinger, ne? Ja, ja. Krass. Alles Nebel. Ja, aber du kannst entweder da aufräumen oder da aufräumen. Ansonsten schaffe ich das unter der Woche nicht. Ja, das schafft man auch nicht.
Das sehe ich tatsächlich auch so. Das ist gar nicht machbar. Kann man diese großen Blumen da hinten eigentlich wegmachen? Ja, aber die kommen immer wieder. Das ist wie die großen Knochen. Ach so, weil die finde ich auch furchtbar, die Teile. Ja. Wie die großen Pilze. Schrecklich sind die Dinger. Deswegen, wenn die am Rand stehen und niemanden stören, dann lasse ich die auch, ne? Naja. Bambus. Aber das ist alles nicht... Jetzt kannst du gleich auch noch mal in die Lagune gehen. Da wollten wir ja auch noch mal. Vielleicht ist das Tier ja jetzt auch da. Kann auch sein. Ja, zeigt da unten an. Aber da unten war doch eben gerade gar nichts. Nee. Komisch. Goofy, was machst du da? In die falsche Richtung! Er angelt in der falschen Richtung. Joa. Oh, wieder Steinplatten. Wir gehen nochmal in die Lagune. Hier ist Lagune. Lagune ist hier. Oh, hier ist auch noch was. Guck mal. Ja, vielleicht hat Stitch die hier ausgezogen. Weiß man ja nicht. Ne? Okay. Wollt ihr hier in der Lagune baden gehen? Ja, das war die dritte Socke. Jawohl. Schön, das haben wir immerhin schon mal. Okay, warte mal. Jetzt können wir ja noch mal ein bisschen gucken, ob man noch mal das Tier findet da. So, wir müssen mal jetzt in die Erinnerung gucken. Hier ist die Karte. Wir haben dieses hier haben wir jetzt gefunden. Ja, ich kann das nicht, wie gesagt, deinen Zeiger kann ich den nicht. Den rechten haben wir gefunden, das ganz rechte Kreuz. Das ganz rechte, okay. Das haben wir gefunden. Wir müssen jetzt hier oben, das ist... Also es sind insgesamt 4 Blütenblätter. Genau, ich würde jetzt gerade das ganz oben nehmen wollen. Ja, und von oben nach unten, würde ich auch so machen. So, dann müssten wir auf unserer Karte... Hierhin, hier müsste das sein. Wo jetzt der Kreis ist. Hä? Ich dachte, das ist in der Wüste. Also. Das ist in der Wüste? Nee, das ist noch grün. Wo siehst du das, dass noch grün ist? Ne, da ist so eine Palme daneben. Ah ja, das ist eine Wüste, ne? Das ist in der Wüste ganz links. Warte, ich muss auch mal kleiner machen. Meinst du hier? Ich kann das, wie gesagt, ich kann das leider nicht sehen, wenn du das da, wo zeigst. Der Brunnen da drüber ist ein Apfel, da irgendwo? Mach noch mal die Karte auf, bitte. Die andere. Kann man nicht parallel dazu, ist echt ätzend. Hier ist der Fluss durch. Dann sind hier so eine Mauerteile. Da ist eine Bergkette. Eine Bergkette. Links. Da ist hier eine Bergkette. Und da sind... Mach mal zu. Also eine Bergkette links. So. Zeig mal, mach mal klein die Karte. Das ist der Fluss. Ja, das kann hier. Auch die Bergkette sein. Wo? Nee, du hast schon recht mit der Wüste. Das müsste hier überhalb des Brunnens sein. Guck mal. Hier irgendwo? Ja. Warte mal, ich mach den hier mal an. Beweg dich doch mal. Komm schon. Nee, es war ein Griff. Wir sind jetzt auf der Karte da. Ja. Da
Da ist ein Weg durch. Da ist der Fluss. Wo ist der Fluss? Wenn wir jetzt auf der Karte sind. Da ist der Fluss. Hier ist der Fluss. Du hast doch recht. Das ist hier. Wo, auf der Promenade meinst du, ne? Nee, auf dem Grenzland. Warte mal. Da, guck mal, Promenade. Unten. Da ist der Fluss. Ja, ich denke mal da links in der Ecke. Also genau gegenüber praktisch von Stitch. Links von Stitch, da wo der Baum ist, dieser einzelne oder was das da ist, da unten in der Ecke. Da, also, wo das Wort die steht. Ja, da in der Ecke. Da müsste das sein. Also wenn man jetzt danach geht. Nee, höher. Höher. Das machen wir wieder. Wir sind schon richtig. Aber das ist kein Fluss, wo wir sind. Der Fluss geht bis hier. Ja, aber das ist... Und hier oben wird das angezeigt. Warte mal. Man sieht den Fluss ja auf dem... Ja, aber der geht ja hier augenscheinlich nur bis hier. Huch. Das ist schon Wüste, aber das ist links daneben. Ja, da unten ist ein Tempel. Pass auf, vielleicht sollten wir erstmal ganz unten den suchen. Den hier, na, das ist... unterhalb, also links unterhalb da von dem Tempel oder was auch immer da ist, und uns dann nach oben arbeiten, ist vielleicht einfacher. Also da ist ein Tempel irgendwo. Hier. So? Hier. Ja, da muss das ja wahrscheinlich irgendwo sein, ne? Aber auch, wir gehen mal hier hin. Und ich denke, hier am Anfang muss das irgendwo sein.